Grüezi und herzlich willkommen zu der heutigen Zoom-Präsentation. Ich bin Robi Frommenwiller, Inhaber von WeDive Travel. Und ich freue mich, heute euch an der heutigen Präsentation zu erleben. Heute in der Online-Zoom-Präsentation, ihr habt es bereits schon gesehen, das Gesicht von Holger. Holger ist der Inhaber von CB Styling, der uns seine Produkte heute Abend vorstellen wird. Holger stellt uns seine Tauchbasen Seabees in Kalak und Phuket und die beiden Tauchschiffe Genesis 1 und Marco Polo vor. Schön, sind ihr heute schon so zahlreich dabei. Der Holger lebt in Thailand und darum berichtet er auch direkt heute aus Phuket. Er wird über Tauchregionen und Tauchgründe erzählen. Natürlich wird er auch über Vorschriften rund um Covid in Thailand berichten. Und welche Gebiete das man kann mit dem Tauchschiff erreichen kann. Der Holger wird die Präsentation auf Deutsch, also auf Hochdeutsch halten und seine PowerPoint direkt aus Thailand kommentieren. Auch Videos spielt er direkt aus Thailand ab. Wir hoffen, dass die Technik gut funktioniert und die Übermittlung reibungslos dann wird ablaufen. Am Ende der Präsentation wird der Holger noch Fragen beantworten. Wenn euch während der Präsentation Fragen in den Sinn kommen, dann könnt ihr die im Zoom unten in den Chat schreiben. Der Chat ist eben, wie gesagt, unten am Bildschirm zu finden. Bitte darauf achten, dass ihr dort beim Chat auf die Funktion «Sichtbar für alle» klicken und dann eure Fragen so entsprechend hineinschreiben. Unsere Evi wird dann eure Fragen am Schluss der Präsentation vorlesen. Während der Präsentation bitten wir euch alle, dass ihr euch selber auf Stumm schaltet, wie auch die Kamerafunktion deaktiviert habt. So gibt es dann keine Unterbrüche und die Präsentation geht technisch gut über die Bühne. Jetzt wünsche ich euch viel Spass bei der Präsentation aus Thailand, Phuket, Koh Lak und gebe das Wort weiter an Holger. Holger, ich möchte dir das Wort da jetzt offiziell übergeben. Und bitte dich, deine Präsentation zu starten. Viel Glück und viel Spaß euch allen. Dankeschön schon mal für die Chance, dass ich unsere Tauchbasen hier vorstellen darf und dass ich die nächste Stunde oder wie lange es auch immer bleiben sein wird, mit euch verbringen darf. Wie schon angekündigt, werde ich eine kleine PowerPoint-Präsentation haben, beziehungsweise so ein paar Folien. Ich werde euch ein bisschen was über die Tauchgebiete, über unser Produkt erzählen und dann natürlich auch über Covid, klar, ist in aller Munde im Moment. Und ganz am Ende, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, dann stehe ich euch natürlich Rede und Antwort. Ich bin mit dem Zoom nicht ganz so firm. Ich hoffe, dass ich das jetzt alles richtig mache. So, jetzt müsste hier eigentlich die loslegen. So, das ist schon mal die erste Folie über uns. Moment mal, ich mache das hier mal klein. So, wie ihr sehen könnt, uns gibt es seit über 25 Jahren auf der Insel in Phuket. Koh Lak, die Basis haben wir etwas später aufgemacht. Wir sind also sehr, sehr erfahren, deutschsprachiges Management. Die meisten unserer Gäste kommen auch aus dem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und als klassischer Service zu den besten Tauchgebieten rund um Phuket und Koh Lak ist bei uns selbstverständlich. Und damit es nicht nur leere Phrasen sind, auch ein kleiner Beweis, wir haben 10-mal den Tauchen Award gewonnen, also den Goldenen Delfin als beste Tauchschule in Südostasien und Pazifik und wurden 3-mal mit dem Tourism Award ausgezeichnet von thailändischen Fremdenverkehrsbehörde, also da kam dann der Fremdenverkehrsminister und hat uns einen Award gegeben für unsere Tagestouren und für unsere Mehrtagestouren, weil die eben sehr, sehr außergewöhnlich sind und der Sicherheitsstandard sehr hoch ist. Aber bevor ich jetzt loslege, zeige ich euch nochmal einen kleinen Film. So, zum Warmwerden. So, das müsste ich. Moment. So war das jetzt nicht gemeint. Und zwar diese hier.
Es ist ein bisschen ein witziger Film. Habt Spaß dabei. So, das war sozusagen zum Warmwerden. Ihr seht, bei uns wird nicht alles ganz ernst genommen. Also wir haben auch ganz viel Spaß dabei bei unserer Geschichte. Und jetzt komme ich zu unseren beiden Tauchgebieten. Also wie gesagt, Phuket und Koh Lang. Ich fange mal mit den wichtigen Sachen an, warum wir überhaupt nach Phuket jetzt kommen sollen, warum das Sinn macht, jetzt zu buchen. Phuket hat sich durch Covid extrem verändert. Wir haben, wie viele andere Destinationen auch, wesentlich weniger Leute gehabt. In den letzten eineinhalb Jahren eigentlich so gut wie gar keine. Das heißt, die Strände sind leer und werden es auch in den nächsten Monaten so bleiben. Ihr werdet also Phuket vorfinden wie vor 20 oder 25 Jahren. Einsame Buchten, was wir in den letzten Jahren vor Covid auch nicht mehr so hatten. Die Preise sind auch sehr stark runtergegangen. Flugpreise sind vielleicht sogar gleich geblieben, aber Hotelpreise und auch Tauchpreise sind auf jeden Fall günstiger geworden. Ich bin ja selber, wie gesagt, vor Ort die ganze Zeit und mir ist aufgefallen, dass die Gastgeber, also die Thailänder, wesentlich freundlicher sind. Sie freuen sich wirklich sehr herzlich, wenn jetzt ein Tourist kommt, weil es eben nicht mehr so viele da sind.
und man erlebt ja eine Herzlichkeit in dem auf der Insel oder auch in Koh Lak, wie man das in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr ganz so gehabt hat. Auf jeden Fall auch weniger Taucher, klar. Das heißt, unsere Tauchboote sind nicht mehr so voll und die Tauchplätze an sich sind auch weniger betaucht. Die Unterwasserwelt hat sich auch erholt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Die Unterwasserwelt hat sich auch erholt. Wir haben zum Beispiel in der Maya-Bucht haben wir jetzt wieder Schwarzspitzenhaie, andere Rifffische sind zurückgekommen. Wir haben am Shark Point haben wir wieder Leopardenhaie oder Zebrahaie in dem Fall. Und so sieht man jetzt diese ganze Insel wieder in einem ganz, ganz neuen Licht. Also wer kurz vor Covid da war, wird die Insel jetzt so nicht mehr wiedererkennen. Es hat sich sehr, sehr viel verändert und ich muss auch sagen, sehr, sehr viel natürlich in dem Fall zum Positiven. Hier, das ist unsere Tauchschule in Phuket. Die befindet sich direkt am Wasser unten dran, also in der Nähe vom Bootsablegesteg. Und wir fahren hier mit Tagestourbooten entweder zu den Tauchgebieten rund um Phuket als auch in Koh Lak zu den Tauchgebieten. Und da sind wir auch schon bei den Tauchgebieten in Phuket. Für die, die schon mal da waren, für die ist die Namen der Begriff. Ratcha Yai hier unten im Süden, Ratcha Noi natürlich auf der Ostseite, dann Shark Point und Phi Phi Island. Neben Shark Point ist noch dieser bekannte King Cruiser. Das ist ein sehr, sehr schönes Wrack. Die Tauchplätze sind alle zwischen 18 und 30 Meter tief und sind eigentlich in der Regel sehr, sehr leicht zu betauchen. Beim King Cruiser ist klar, das ist eine große Frack, eine Fähre, die mal gesunken ist. Da muss man natürlich gewisse Sicherheitsvorschriften einhalten, nicht reingehen etc. Aber bei den anderen Plätzen kann man ganz oder getrost ins Wasser springen. Ratcha Yai eignet sich besonders gut für Beginner. Ratcha Noi und die Südspitze ist mehr für fortgeschrittene Taucher. Phi Phi Island hat beides zu bieten. Wir haben hier im Süden und noch zwei kleine Inseln, an die wir am Sonntag immer hinfahren. Und da machen wir eben, wie gesagt, Tagestouren. Die Tagestouren gehen in der Früh los, um 9 Uhr. Wir fahren mit unserem Boot raus, das zeige ich euch dann auch noch gleich. Und fahren dann entweder diese 1,5 Stunden hier zum Shark Point oder diese 1,5 Stunden nach Ratcha Yai. Nach Phi Phi Island ist es etwas weiter, das ist über 2 Stunden. Und nach Ratcha Noi sind es auch über 2 Stunden. Deswegen haben wir auch ein sehr, sehr komfortables Boot. Wir haben Frühstück mit dabei, wir haben Mittagessen mit dabei. Und am Sonntag, wo wir normalerweise 4 Tauchgänge machen in diesem Gebiet, einen Nachttauchgang machen wir dann auch noch hier in Koh Lak Mai, der ist jetzt nicht auf dieser Karte drauf, das ist ein kleiner runder Felsen und da ist dann sogar noch Abendessen mit dabei, also den ganzen Tag tauchen, 4 Tauchgänge und der Sonntag ist gerettet. Die anderen Tage, wie gesagt, 2 bis 3 Tauchgänge, Phi Phi Island, wenn wir fahren, machen wir in der Regel 3, Ratcha Noi machen wir auch gerne 3, weil wir da eben auch eine längere Anfahrt haben. So, die Tauchgebiete in den Similan Islands sind ein bisschen anders. Sie sind von Koh Lak aus nur zu erreichen. Koh Lak ist ungefähr eine Fahrtstunde nördlich von Phuket. Aber es ist eben der schnellste Getaway zu den Similan Islands, zu Koh Bon, Koh Dachai und theoretisch auch zum Richelieu Rock, der in Tagestouren allerdings nur noch sehr sporadisch angefahren wird. Wir haben unsere Tagestouren hier zu den Similan Islands und haben auch hier ein spezielles Boot dafür. Auch dazu komme ich gleich noch genauer. Und dieses Boot schafft Koh Bon und die Similan Islands in 2 Stunden. Auch hier gibt es Frühstück und Mittagessen mit am Boot. Auch dieses Boot ist sehr, sehr komfortabel. Und dadurch, dass der Weg nach Koh Bon und Similan Islands doch etwas weiter ist, wie davor nach Shark Point oder nach Ratcha Yai, muss dieses Boot schneller sein. Und deswegen haben wir hier auch einen Katamaran. So, da wären wir jetzt auch schon bei unserer kleinen Flotte. Gerade schon erzählt, die Excalibur ist 23 Meter lang und gehört zu den komfortabelsten und besten Tagestourbooten in Thailand. Sie ist sehr, sehr tief, also sie ist sehr, sehr tief gebaut, sie liegt sehr tief im Wasser, was sie auch für Leute, die nicht so ganz seefest sind, optimal macht. Sprich, sie wackelt nicht so sehr. Wir haben hier hinten ein großes Tauchdeck, ein geräumiges. Hier hinten ist ein großes Oberdeck.
Und hier haben wir ganz wichtig ein überdachtes Sonnendeck. Sonnendeck haben viele Boote, aber überdachte nur sehr wenige. Und das bedeutet, dass unsere Gäste auch zwischen 11 und 15 Uhr mal in der Sonne sitzen können, beziehungsweise draußen sitzen können im Schatten, ohne dass sie sich gleich die Birne verbrennen. Hier drin haben wir noch eine Cocktailbar, natürlich zwischen den Tauchgängen und vor den Tauchen natürlich nur antialkoholische Getränke, aber nach dem Tauchen kann es dann auch gerne mal ein Dekobier sein. Innen haben wir Innenduschen, also man kann auch die Türe zumachen, seinen Badeanzug oder was auch immer wechseln und es schaut nicht jeder zu, ist auch sehr, sehr komfortabel. Generell ist dieses Boot in Phuket mit Sicherheit das beste Tagestourboot in Thailand, ja, vielleicht sogar da auch. Und unsere Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 4+1. Also wir machen alles gegeigelte Tauchgänge. Ein Tauchlehrer bzw. auch ein Tauch oder ein Tauchguide plus 4 Gäste. So, dann haben wir hier die Sundancer. Das ist ein Tagestourboot für Koh Lak. Da sieht man schon, das ist ein Katamaran. Der ist wesentlich schneller, hat es auch besser motorisiert, hat 1100 PS und kommt so zu den Tauchplätzen innerhalb von 2 Stunden, was auch phänomenal ist. Andere normale Verdrängerboote brauchen hier 3, 3,5 Stunden dazu und dann wird die Anfahrt dann doch ein bisschen mühsam und ein bisschen lang. Auch hier haben wir ein überdachtes Deck. Also hier ist für genügend Schatten gesorgt und hier innen drin haben wir noch einen Salon. Das Tauchdeck ist hier hinten und auch hier haben wir die Teilnehmerzahl begrenzt und eine maximale Gruppengröße von 4+1. Auch dieses Boot in Koh Lak ist unique. Wie gesagt, so einen Komfort können nur wir anbieten mit so einem Katamaran. Wie vorhin in der Einführung schon erwähnt, machen wir natürlich auch Mehrtagestouren. Das ist unsere Genesis für maximal 12 Gäste. Sie ist also sehr luxuriös für maximal 12 Gäste. Das heißt, man hat hier für kleine Gruppen, es ist kein Rudeltauchen und man hat hier nicht irgendwie 20 oder 25 andere Nasen auf dem Boot. Wir machen 3 Tagestouren zum Simmelands mit diesem Boot und 3 Tage Nordtouren. Also Norden wäre dann in dem Fall Koh Bon, Koh Tachai und Richelieu Rock. Ich kann da nochmal kurz zurückgehen. Das wäre dann Koh Bon, Koh Tachai und Richelieu Rock, also diese 3 Gebiete hier. Und die andere Tour ist die Simmelland-Tour, wo wir uns 3 Tage dann die schönsten Plätze des Simmelands hier anschauen. Gut, gehen wir wieder vor. Unser zweites Liveaboard ist die Marco Polo. Die wurde dieses Jahr ganz frisch umgebaut. Wer auf der Marco Polo schon mal drauf war, was sicherlich einige von euch waren, weil sie ist sehr, sehr beliebt am deutschsprachigen Markt, wird sie so jetzt nicht mehr wiedererkennen. Wir haben die ganzen Kabinen hier unten umgebaut. Das ist jetzt noch ein altes Bild, muss ich dazu sagen, weil der Umbau ist jetzt gerade abgeschlossen worden, also in dieser Woche. Und da haben wir logischerweise noch keine guten Bilder machen können. Wir haben jetzt keine 7 Kabinen mehr wie früher, sondern nur noch 6 Kabinen. Und jede Kabine hat ihr eigenes Bad, ihr eigenes Warmwasser-Rainshower. Also das sind diese großen Regenduschen. Und natürlich eine Handdusche noch dazu und ein eigenes Waschbecken. Das hatten wir davor nicht. Also en suite nennt man das Ganze, hat die Marco Polo jetzt auch. Und dafür haben wir eine Kabine eingebüßt. Und zwar ist es die vordere hier, diese Honeymoon Suite. Und die anderen Kabinen sind jetzt etwas anders aufgeteilt. Der Umbau war sehr aufwendig, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, weil die Nachfrage nach eigenem Bad und WC war halt doch immer größer und das können wir jetzt auf diesem Boot anbieten. Und mit nur 12 Leuten sind wir auch auf dem ganz exklusiven Segment hier. Die meisten anderen Boote, die hier eigenes Bad und WC anbieten, nehmen dann 20 oder 25 Leute mit. Und solche Veranstaltungen wollen wir bei Seabees nicht machen. Also auch hier kleine Gruppen, Tauchstärke maximal 4+1. Und hier hinten ganz wichtig ist unsere Küche. Da ist die Konsom dran. Die arbeitet für uns jetzt schon seit 20 Jahren. Ich glaube, sie hat schon 15 oder 20 Heiratsanträge bekommen, nur bezüglich ihrer guten Küche. Also da ist für Leib und Seele auf jeden Fall gesorgt, dass
ihr da das beste thailändische Essen bekommt, was ihr euch nur wünschen könnt. Gut, gehen wir weiter. Das sind unsere Palm Garden Resorts. Wir haben zwei Stück davon. Ein Palm Garden Resort ist in Phuket. Das andere Palm Garden Resort ist in Koh Lak. Das in Phuket hat 12 Doppelbungalows. Die Bungalows, wie ihr es hier seht, sind nebeneinander angeordnet. Ihr habt immer direkten Zugang zum Pool. Und hinten haben wir ein kleines Restaurant mit dabei. Und die Bungalows, wie gesagt, sind so im Halbkreis umdrum. Ich habe also nie einen langen Fußmarsch. Oder wenn man die Sonnencreme im Zimmer vergessen hat, heißt nicht, Schatz, wer läuft jetzt die 500 Meter zum Zimmer zurück, sondern hier, ich habe das quasi innerhalb von, naja, wenigen Schritten. Das ist der Vorteil von den kleinen Anlagen. In Koh Lak ist die Anlage ähnlich aufgeteilt. Hier haben wir 10 Doppelbungalows, also insgesamt 20 Zimmer. Und auch hier alles sehr, sehr familiär mit einem eigenen Restaurant mit dabei auch. Und da in Koh Lak ist sogar die Tauchschule in der Anlage integriert. Hier in Phuket ist das Palm Garden Resort ungefähr 400 Meter, also 3 Gehminuten oder was, von der Tauchschule entfernt und auch sehr, sehr nah am Wasser. Also wenn man jetzt von hier hinten aufs Dach steigt, sieht man schon das Meer. Wenn man Touren unternehmen möchte, ist es von beiden Locations natürlich auch sehr gut möglich. So, was ist sonst noch so los auf Phuket? Wenn man das Tauchen jetzt mal auf der Seite lässt, hier habe ich so eine Map von Phuket mal mitgebracht. Wir haben zum einen mal natürlich viele Tempel, sehr, sehr schöne Tempel. Wenn sich jemand fürs Boxen interessiert, das Muay Thai Boxen kommt aus Thailand. Gibt es mehrere Veranstaltungen wöchentlich in Patong. Phuket Old Town, da ist ein ganzer Straßenzug bzw. eine ganze Stadthälfte ist hier renoviert worden und auf alt gemacht worden, ist am Wochenende auch oftmals für die Autos gesperrt und dann sind so kleine Flohmärkte und so werden da abgehalten. Sehr, sehr interessant und so sieht man so quasi, wie das Phuket so zur Jahrhundertwende vielleicht war. Das beste Essen Asiens, das unterschreibe ich, wenn man das jetzt mit Philippinen oder Indonesien oder anderen Ländern vergleicht, ist die thailändische Küche die mit Abstand die beste. Manche Leute kommen nach Thailand nur wegen dem Essen. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum ihr kommen sollt. Na klar, auch das Tauchen ist bei uns klasse, aber Liebe geht durch den Magen, sagt man. Und das ist auf jeden Fall herausragend. Und man kann jeden Tag leckere neue Köstlichkeiten ausprobieren und sich verwöhnen lassen. Wenn jemand gern den Golfschläger schwingt neben dem Tauchen, wir haben mehrere internationale Golfplätze auf Phuket. Und natürlich auch andere Sachen wie alle an von Wassersport, also ob das jetzt das Parasailing ist, ob das Jetski fahren ist in Patong oder was auch immer. Ein besonderer Highlight ist zum Vorheben sicherlich das Sea Kanu. Da fährt man mit so kleinen Zweimann-Kanus in so Hongs rein. Hongs, das sind, muss man sich vorstellen, wie so eine Runde, so eine Felsformation, die innen drin hohl ist. Und an der Seite ist ein kleiner Durchlass drin und dann kann man dann in den Fels quasi reinfahren und dort dann Vögel anschauen, teilweise sind noch ein paar Affen drin und dann die Natur genießen. Ist ziemlich einmalig, was auch mit den Gesteinsformationen bei uns zu tun hat, weil wir dann so einen Limestone haben, der eben da ausgewaschen wurde und da haben sich diese Hongs dann da gebildet. Elephant Sanctuary. Wir raten dringend davon ab, irgendwelche normalen geführten Elefantentouren zu machen. Soll es sich inzwischen rumgesprochen haben, dass das nicht so der Bringer ist, aber es gibt in Phuket zwei Veranstalter, die das sehr ekofreundlich oder in dem Fall elefantenfreundlich machen. Dann reitet man nicht auf den Tieren, aber man kann sie eben besuchen, man kann den einen oder anderen nochmal streicheln, man kann ihnen Futter geben, aber sie werden artgerecht gehalten. Beziehungsweise sind es Elefanten, die
von irgendwelchen Arbeitseinsätzen dann abgekauft wurden und hier dann ihr, ja, man sagt nicht Gnadenbrot oder so, eben dann da ihre letzten Jahre noch verbringen dürfen und denen geht es da richtig gut. Wenn sich jemand für Elefanten interessiert und sich das mal anschauen möchte, auf jeden Fall lohnenswert. Nochmal kurz zum Essen, wenn jemand gern vegetarisch isst oder auch die vegane Küche mag. Wir haben inzwischen sehr, sehr viel Sportangebote. Es sind sehr viele junge Leute bei uns, wegen diesem Muay Thai auch. Und mit diesen jungen Leuten kam auch eine neue Küche zu uns. Wir haben also ganz viele neue, kreative Küchen jetzt, die mit der ursprünglichen thailändischen Küche jetzt nicht so viel zu tun haben. Aber wenn jemand sich da sehr, sehr gesund ernähren möchte, haben wir hier auch diverse Möglichkeiten mit der veganen Küche. Gut, so viel dazu. Und jetzt möchte ich euch aber trotzdem nochmal ein kleines Filmchen zeigen. Und zwar den, was es in Phuket so zu sehen gibt. Der Film ist jetzt hauptsächlich über Nudibranchs, also über die ganz kleinen Lebewesen, aber es gibt auch was Großes noch zu sehen. Schaut mal zu. All the animals that live on our planet, the nudibranchs are some of the tiniest. These sea slugs come in all shapes, sizes, and colors. The waters off Koh Rachayai, south of Phuket, it's just one of the many places that these creatures call home. Some will even surprise you. Take this one, for instance. Holger, wir haben keinen Sound. Kannst du mal prüfen, bitte? The Nudibranch. It converts solar energy into sugar, which provides the blue dragon with enough nutrients to keep going without food. Alles gut. But don't get on its bad side. This creature has a painful sting for humans who get too close. Then there's the Thoruna danielae. It's in the gastropoda class of marine creatures, which means it's a shell-less sea slug adapted to almost every kind of existence on Earth. It can grow somewhere between 13 to 20 millimeters. It's feeding time right now, and it crawls through the coral, feeding on the grayish sponge that is concealed by the wet terrain. Just meters away, another nudibranch is feasting on the algae turf. The Chromodorus annulata can grow up to 10 centimeters long. It's usually found in groups of two or three. It's a family affair here. The Chromodorus annulata is one of the more colorful nudibranchs with its orange spots and distinctive purple linings. The word nudibranch comes from the Latin nudus, which means naked, and the Greek word branchia, meaning gills. Underwater, the nudibranchs develop special gills, and the one from the Glossodorus cincta has some of the most pronounced. The gills are on the back, and they move in a sort of organized chaos. The Glossodorus cincta's tentacles can detect odors and produce a stinging white toxin, so don't threaten this little guy. It's a hermaphrodite, and when it's time to reproduce, they pair up and they go into the head-to-tail position so that their organs can interconnect. Eggs are then laid and the cycle repeats itself. Check out these nudibranchs and other marine creatures by booking a dive today with Seabees at sea-bees.com. So,
Das war jetzt ein kleiner Ausblick in die und eine Exkursion in die Nudibranches. Aber wie gesagt, wir haben natürlich auch andere Creatures bei uns. Wir haben viele Haie, Walhaie, Mantas und viel Schwarmfische, vor allem in den Crystal oder in den ganz klaren Gewässern rund um Kaulak beziehungsweise bei den Similans. So, kommen wir zu der Corona-Geschichte. Was braucht ihr alles, wenn ihr, oder wie müsst ihr euch vorbereiten, wenn ihr zu uns kommen wollt? So kompliziert ist es, Gott sei Dank nicht mehr. Also wir hatten ja früher eine Quarantäne bis vor ein paar Monaten, wo man jemand 2 Wochen in ein Hotelzimmer musste. Das ist nicht mehr so. Wir haben jetzt eine sogenannte Sandbox im Pocket. Und diese Sandbox hat die Einreise wesentlich vereinfacht. Also, was braucht ihr? Ihr braucht einen gültigen Impfnachweis. Ihr braucht eine Reiseversicherung, die eine Covid-Behandlung beinhaltet, was normalerweise jede Auslandskrankenversicherung mitmacht. Dann solltet ihr eine Flugbuchung natürlich schon haben und eine Char plus Unterkunft schon gebucht haben für 7+7 Tage. Was heißt 7+7 und was ist Char plus? Char plus ist eine besondere Auszeichnung oder eine Zertifizierung von Unterkünften in Phuket. Unsere Palm Garden Resorts haben diese Char plus Zertifizierung. Wenn ihr also zu uns kommt, habt ihr diesen Stolperstein schon mal überbrückt. Dann 7+7 Tage bleiben. Das bedeutet, die ersten 7 Tage dürft ihr laut diesen Vorgaben, die im Moment noch da sind, diese Unterkunft nicht wechseln. Bei den zweiten 7 Tagen dürft ihr dann theoretisch in eine andere Unterkunft gehen. Ihr könnt also nach den ersten 7 Tagen, okay, jetzt gehe ich vielleicht in die Unterkunft in Kaulak oder ich gehe auf ein anderes Hotel in Phuket oder wie auch immer. Während dieser Zeit sind im Moment noch 3 Tests vorgeschrieben. Einer am ersten Tag, gleich nach der Ankunft, dann nach dem 3. Tag und dann nach dem 6. oder 7. Tag. Es ist jetzt gerade in Verhandlung, ob das auf 2 Tests runtergestuft wird und ob auch andere Sachen sich wieder ändern. Also zum Beispiel, dass man vielleicht nicht mehr in eine Char-Plus-Unterkunft muss. Aber das ändert sich vielleicht noch, wie gesagt, zum Positiven in den nächsten Wochen. Das ist jetzt gerade hier der aktuelle Stand, was man alles haben muss. Wenn man diese Papiere alle zusammen hat, also den Impfnachweis, die Reiseversicherung, die Flugbuchung und die Bestätigung von der Unterkunft, dann geht man auf die Webseite von der thailändischen Botschaft und geht da auf einen speziellen Link, diese Unterlagen dann hochladen und nach 1, 2, 3 Tagen bekommt man dann das sogenannte Certificate of Entry, des COE. Mit diesem und die Unterlagen natürlich in Kopie im Okay. Ist also gar nicht so kompliziert, das Ganze. Wichtig ist zu wissen, dass auch Stand im Moment, eine Anreise über Bangkok nicht möglich ist. Das heißt, wenn ihr einen Flug bucht, sollte dieser Flug direkt von Zürich nach Phuket kommen oder von Singapur oder von Middle East nach Phuket, aber er darf nicht von Bangkok kommen, was ja in eine früher oder vor Covid viele Leute gemacht haben. Sie haben sich einen Flug von Zürich nach Bangkok genommen und dann den Zubringerflug von Bangkok nach Phuket weiter. Das ist im Moment nicht möglich, soll sich aber, oder nicht erlaubt, müssen wir so rum sagen, soll sich aber auch in den nächsten Wochen ändern. Das heißt, dass Thailand dann komplett aufmacht und diese Sandbox, die wir jetzt für Phuket haben, dann quasi für ganz Thailand gilt. Aber auch hier, wie gesagt, man spricht darüber, wann das dann so sein soll. Sie haben vom 1. Oktober gesprochen schon, ob es am 1. Oktober dann aufgemacht wird oder erst am 1. November oder erst am 1. Dezember, das wissen wir nicht. Im Moment Stand heute ist, dass ihr vom Ausland direkt zum Phuket-Flughafen
einfliegen müsst. Es gibt aber genügend Airlines, die das anbieten. Wie gesagt, ihr könnt über Singapur fliegen oder diese ganzen Middle East Airlines, ob das jetzt Qatar ist oder Emirates oder wie auch immer, die fliegen eh dann direkt nach Phuket rein, also das wäre überhaupt gar kein Problem. Und dann seid ihr direkt in dieser Phuket Sandbox drin. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann, wie gesagt, auf der thailändischen, auf der Webseite der thailändischen Botschaft sind ja auch nochmal genaue Infos. Oder wenn ihr in die Facebook-Gruppe Phuket Sandbox reingeht, seht ihr auch viele Einträge von Leuten, die diese Sandbox mitgemacht haben oder sie gerade machen. Durchwegs positiv, die Leute sind begeistert von dem Phuket, wie es eben vor 20 Jahren schon mal war. Die Strände sind leer, man hat keinen Verkehr mehr, die Leute sind extrem freundlich. Also ich kann eigentlich nur sagen, wenn Phuket, dann jetzt. Last but least möchte ich noch kurz euch was anderes vorstellen. Sibis organisiert sich oder ist auch sehr am Artenschutz interessiert und hat mit Finanz zusammen hier eine Kooperation gegründet. Der Linke da oben, der mit der Glatze, das bin ich. Der Rechte, der Jüngere mit der Glatze, ist der Alex, das ist mein Partner. Und wir machen Finanz und mit diesem Finanz ist das Ziel, dass wir den Hai in eine bessere Zukunft malen. Das heißt, wir haben internationale Künstler, ihr seht es auf dem großen Bild hier, die uns Haie bemalen. Die Haie sind entweder 30 cm, 1 Meter oder 1,50 Meter groß. Die Meter, 1,50 Meter großen sind alles Unikate. Da gibt es also jeweils nur einen. Die von den 30 cm großen, das sind dann Limited Editions, also da gibt es eben dann eine kleine Auflage davon. Sind sehr, sehr schön, sich mal zu Hause hinzustellen oder den oder so einen großen auch mal an die Wand zu hängen. Mit dem Erlös unterstützen wir High-Organisationen wie zum Beispiel Shark Project, die ja ihren Sitz auch in der Schweiz haben, oder Shark Guardian, die ihren Sitz in Thailand haben. Gut, das war dazu. Ich hoffe, die Präsentation hat euch etwas gefallen. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann nur raus damit. Ich mache jetzt mal kurz meinen Bildschirm aus, dass ihr das sehen könnt. Moment, dass ihr mich sehen könnt. Stopp. So, gut. Sehr schön, Holger. Danke vielmals für deine spannende Präsentation und auch für deine Covid-Ausführungen. Und danke auch, dass du durchgehalten hast. Ja. Trotz deiner Erkältung. Man hat es wirklich gespürt, aber ich bin froh, dass deine Stimme nicht komplett versagt hat. Schön, dass es jetzt gemacht werden konnte. Wichtige Updates auch zu euren Schiffen. Jetzt noch zu den Fragen und ich habe gleich eine erste Frage. Das Phuket Sandbox-Programm, beißt sich das nicht mit Tauchkreuzfahrten, respektive wenn ich jetzt eine Tauchkreuzfahrt in Phuket mit der Genesis oder der Marco Polo machen möchte, wie geht das einher mit dem Sandbox-Programm? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Im Moment, Stand heute, können wir diese Touren in den ersten zwei Wochen nicht anbieten, das ist richtig, aber uns wurde zugesagt, dass sich diese Sandbox so erweitern wird, dass wir entweder die Tests an Bord machen können oder dass wir die Marco Polo oder die Genesis dann in der zweiten Woche machen können, wenn die Tests dann vorbei sind. Da sind wir gerade am Verhandeln, aber im Moment fahren die beiden Liverboards ja eh noch nicht. Wir fahren erst im November los und bis April. Und bis dahin gehen wir eigentlich alle davon aus, dass die Bestimmungen sich so hin dann justiert haben werden, dass das funktioniert. Das freut mich sehr, weil ich denke, Tauchkreuzfahrten in Thailand sind ja ein wichtiges Standbein für euch einerseits, auch für uns jetzt als Tauchreiseveranstalter, dass wir euch Kunden bringen können. Und ich bin auch hoffnungsfroh, dass sich das ändert, respektive erleichtert wird,
dass dann ab eurer Hauptsaison, ab November, dass dann das sehr viel einfacher sein wird. Ich würde jetzt gerne das Wort an Evi erteilen, damit sie die weiteren Fragen im Chat stellen kann. Bitte, Evi. Vielen Dank, Holger, für deine Ausführungen. War sehr interessant. Und es sind einige Anfragen gekommen. Und da stellt sich vor allem häufig dieselbe Frage: Wann ist die beste Reisezeit nach Thailand, also nach Phuket zu kommen? Also unsere Hauptsaison geht vom November los und hört im April auf. Die beste Reisezeit ist so gesehen, ich würde sagen, ja, vielleicht so Anfang Dezember oder Mitte November bis kurz nach Ostern, März bis in April rein. Wenn man große Fische sehen möchte, Walhaie und Mantas, dann ist es im Februar, März eigentlich die beste Zeit dafür. Wobei auch sich das in den letzten Jahren etwas verschoben hat. Teilweise haben wir die großen Mantas, die Wale ja auch schon im November gehabt, aber generell tendenziell sind die eher in der Mitte der Hauptsaison da. Gut, kannst du noch vielleicht etwas ausführen, was für Tauchkurse ihr anbietet in euren Tauchbasen? Wir bieten vornehmlich SSI an. Wenn jemand unbedingt will, kann er auch Paddy machen. Also wir haben natürlich auch Tauchlehrer, die beides zertifizieren, sind aber eine hochzertifizierte SSI-Tauchschule. Sprich, wir können bei uns bis zum Tauchlehrer hin ausbilden. Und wenn man so eine Zertifizierung dann hat, dann muss man sich etwas entscheiden, ob man dann Paddy oder SSI macht. Und da haben wir uns für SSI entschieden und bieten so, wie gesagt, vom Beginnerkurs, von Kinderkursen ab 8 Jahren bis zum Tauchlehrer eigentlich alle das ganze Kursprogramm an. Wir haben jetzt eine neue Zusammenarbeit gegründet mit einem Tech-Tauchschule, die heißt Blue Label Diving. Die ist bei uns mit eingestiegen, beziehungsweise wir haben eine Kooperation gemacht und so können wir ab diesem Jahr auch richtiges Tech-Tauchen anbieten. Also nicht nur Sand Mountain oder kleines Nitox-Tauchen, sondern richtiges Höhlentauchen und richtiges Trimix-Tauchen. Das ist jetzt ganz neu durch die Zusammenarbeit mit dieser Tech-Tauchschule Blue Label Diving. Danke für deine Aufmerksamkeit. Weil ich gerade Nitox gesagt habe, auf den Tagestouren und auf den Mehrtagestouren ist natürlich Nitox erhältlich. Auf den Mehrtagestouren ist Nitox auch mit dabei. Man kann also, wenn man den Nitox-Schein hat, kostenlos auch immer mit dem 32er-Gemisch da ins Wasser springen. Super. Das geht. Bei den Tagestouren habe ich nicht ganz mitbekommen, was sind die maximale Teilnehmerzahl von Personen, die du auf die Sundancer oder die Excalibur lässt? Auf der Sundancer sind es 25 Leute und auf der Excalibur sind es um die 35 Leute. Hört sich jetzt wahnsinnig viel an, aber die Excalibur ist wirklich sehr, sehr geräumig. Sie hat insgesamt 4 Decks. Keine Angst, dieses Jahr kommen keine 35 Leute. Wir sind froh, wenn wir 20 oder 15 haben. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, dass man dieses Jahr mit zu vielen Menschen irgendwie auf dem Boot ist oder unter Wasser zu vielen Leuten begegnet. Das ist ein kleiner oder vielleicht der einzige Vorteil an diesem ganzen Covid-Desaster. Was heißt das genau? Fährt ihr dann auch raus, nur mit 4 Personen? Wir fahren mit ab 4, 5 Personen fahren wir raus. Und falls wir jetzt mal wirklich nicht rausfahren können, weil wir nur 1 oder 2 haben, was hoffentlich nicht vorkommt, dann haben wir eine Kooperation mit anderen Tauchschulen, dass die dann bei uns mit zubuchen oder wir bei ihnen dann mit dazu buchen. Also wenn man ein Tauchpaket hat mit 3 oder 5 oder 8 Tagen, wie viel auch immer, garantieren wir natürlich, dass das auch schön, komfortabel und richtig abgetaucht werden kann, das ist klar. Somit sind auch Nicht-Taucher auf den Schiffen bei den Tagestouren willkommen? Auf der Excalibur haben wir extrem viele Nicht-Taucher, weil, wie gesagt, durch die Innenduschen, durch das überdachte Sonnendeck und die Cocktailbar hat sich der eine oder andere Taucher schon mal gedacht, Menschenskinder, Nicht-Tauchen wäre jetzt auch nicht schlecht, weil das Boot ist so schön und so bequem, dass das wirklich Spaß macht,
auch als Nichttaucher da mitzufahren. Wir haben auch teilweise Kinder, nicht teilweise, wir haben auch Kinder mit dabei. Wir arbeiten auch mit Schulen zusammen, wo eben so Kids 12, 14 Jahre oder teilweise sogar noch kleiner bei uns am Boot sind mit ihren Lehrern und da eine tolle Zeit verbringen. Wie gesagt, also die Boote sind auch für Nichttaucher sehr, sehr gut geeignet. Super. Jetzt sind noch einige Fragen zu dem Palm Garden Resort. Einerseits hat jemand gefragt, wie weit das diese Resorts vom Strand entfernt sind. Mhm. Wir haben in Phuket ja mehrere Strände. Wenn wir jetzt mal kurz in Phuket bleiben, das Wasser, also der Hafen, ist ungefähr 300 Meter weg, da kann man locker hinlaufen, ist jetzt allerdings kein Badestrand. Und wenn man einen Badestrand haben möchte, geht man an die Westküste rüber und das sind dann ungefähr mit dem Moped, sagen wir mal, 5 Minuten sind ein paar Kilometer, sind vielleicht so 6, 7 Kilometer. Und dann ist man in sehr, sehr ruhigen Stränden südlich von Patong. Patong hat ja ein bisschen einen schlechten Namen bekommen in der Vergangenheit, weil eben sehr, sehr viele Leute dort waren und auch mit der Bangla Route und es eben nicht jedermanns Sache war, was sich jetzt allerdings nach Covid jetzt auch geändert hat. Aber die Strände unten im Süden, Nai Han oder auch Kadanoi zum Beispiel, sind sehr, sehr schöne und ruhige Strände. Und innerhalb von ein paar Moped-Minuten erreichbar. Nein, man kann es nicht laufen. Strände in Khao Lak sind ähnlich. Khao Lak ist ja bekannt durch seine kilometerlangen Sandstrände. Und da sind es auch mit dem Moped ja so 3, 4 Minuten und dann ist man an diesen Stränden unten dran. Sind die Palm Garden Resort ASHA zertifiziert? Genau, die sind beide SHA Plus zertifiziert. Also ja. Das in Khao Lak, also Khao Lak gehört ja zu Pangna, das ist eine andere Provinz. Da gibt es ja diese Sandbox jetzt noch nicht, deswegen können die das Plus noch gar nicht haben. Da haben wir oben nur das SHA im Moment. Aber das in Phuket hat natürlich das SHA Plus, natürlich. Okay. Und dann wurde noch gefragt, ob diese Resorts auch andere Aktivitäten anbieten, wie Spa und Yoga. Ich kenne Phuket etwas, das gibt es ja überall, explizit im Hotel. Wir haben in beiden Resorts haben wir eine Massagesala, wo man sich also sehr, sehr schön massieren lassen kann. Wir können dort Yoga leider nicht anbieten. Wir hatten mal eine Zusammenarbeit mit einer Yogalehrerin, aber im Moment haben wir das nicht, wobei die nächste Yoga-Schule ist 2 Kilometer weg. Okay. Dann auch eine Frage, die immer wieder kommt. Die Dicke des Tauchanzugs, was rätst du, 3 oder 5 mm? Auf jeden Fall 3 mm, 5 mm ist auf jeden Fall zu dick. Wir haben 28 Grad Wassertemperatur. Wenn man jetzt einen Dreier lang hat, ist es natürlich besser als ein Dreier kurz, weil die Beine hier ein bisschen besser geschützt sind. Hin und wieder kommt man doch vielleicht mal an irgendwie eine weiche Hartkoralle ran und kann sich da ein bisschen vernässeln. Also das würde ich empfehlen. Oder so einen Sharkskin oder Fourth Element. Die haben eben diese ganz, ganz dünnen Anzüge. Ich tauche selber mit so einem Anzug und mich hat es da noch nie gefroren. Also 3 mm lang oder kurz. Wenn es einen friert oder wenn einer sehr, sehr leicht friert, dann empfehle ich ihm, bevor er einen 5er nimmt, soll er eine Kopfhaube aufziehen, eine dünne. Dann hat er auf jeden Fall auch eine wesentlich größere Wärmehaushalt oder Wärmehaltung. Wenn wir beim Equipment sind, ihr habt auch Leihausrüstung? Ja, wir haben Leihausrüstung. Wir haben unsere komplette Ausrüstung von Aqualung. Wir sind Aqualung Premium Partner und haben auch manche Ausrüstung sogar zum Ausprobieren. Wenn jemand mal möchte, kann er auch mal dieses Jacket probieren. Ich sage, okay, das kaufe ich mir dann vielleicht, wenn ich zurück bin in der Schweiz. Masken kann man probieren. Und die Ausrüstung ist natürlich alles neuwertig. Wir haben auch noch Premium Ausrüstung, wo man dann eben lange Anzüge beziehungsweise dann richtig bleiintegrierte Jackets dann sich ausleihen kann
und auch vollbalancierte Atemregler, also ein Niveau, was man normalerweise in Südostasien in den tropischen Gewässern mit diesen Temperaturen normalerweise nicht vorfindet. Super. Es hat noch viele weitere Fragen. Ich bitte dann Robi, vielleicht am Schluss die Session nicht abzuschließen, weil ich einige persönlich beantworten möchte. Die haben nicht so viel mit dem ganzen Produkt mit CBs zu tun. Holger, wie habt ihr diese Covid-Zeit, also die Tauchbasen, das Resort, Phuket als Stadt, Restaurant, Hotels, wie habt ihr das, wie überlebt ihr das oder wie organisiert ihr euch oder wie verbringt ihr die Zeit oder renoviert ihr oder was läuft, wie können wir uns das vorstellen? Also als der Covid losgegangen ist, hat natürlich keiner gewusst, was überhaupt Sache ist. Da kam zuerst mal der große Schock. Alle Leute waren weg und die Welt ist quasi stillgestanden. Es war dann relativ schnell klar, dass die letzte Saison, dass die dann wohl ins Wasser fallen wird, also der November vor einem Jahr. Und deswegen haben wir uns da versucht mit lokalen Gästen, also die von Bangkok runterkamen oder mit Schulen oder mit Leuten, die auf Phuket immer wieder zu uns tauchen kommen, da über Wasser zu halten, was ehrlich gesagt sehr, sehr schwer war, weil wir durch die beiden Ressorts und die Boote natürlich eine gewisse Auslastung brauchen und die gibt Phuket allein beziehungsweise Bangkok jetzt so auch nicht her. Dann dieses Jahr oder diese Nebensaison sind wir in die Offensive gegangen. Wir haben die Pangans nochmal auf Vordermann gebracht, haben die Marco Polo umgebaut und haben auch unser, das, wir haben neben der Tauchschule noch ein kleines Restaurant. Das wird jetzt gerade umgebaut, um das auch nochmal kundenfreundlicher zu machen. Die Sundancer, also unser Tagestourboot in Kalak, ist jetzt gerade auf der Werft und wird nochmal hergerichtet, dass auch wirklich für dieses Jahr alles tippitoppi ist. Das, wie wir da die Zeit verbringen, das ist ja für uns ein ziemliches Risiko, um ehrlich zu sein, weil keiner weiß, wie die Saison jetzt anlaufen wird. Es ist für Fernreisegebiete, nicht nur Thailand, auch Philippinen, Indonesien, extrem hart im Moment, extrem hart. Okay. Trotz den schwierigen Zeiten, Holger, verrätst du uns deinen favorisierten Dive-Spot in der Andamansee oder einfach im Gebiet um Phuket? Also mein Lieblingsspot in Phuket ist manchmal möchte ich auch das Wrack tauchen, dann natürlich der King Cruiser, aber eigentlich ist mein Lieblingsspot der Shark Point, weil der ist sehr, sehr abwechslungsreich, ist sehr, sehr bunt, wir haben unheimlich viel Weichkorallen dort, wir haben sehr, sehr schöne Hartkorallen, Schwämme unter Wasser und eben, wie gesagt, diese Zebra-Sharks, der Leopardenhai so mit der langen Schwanzflosse hinten raus. Und man kann eigentlich da 10-mal tauchen gehen und man sieht immer wieder noch was Neues. Also für mich ist der Shark Point einer der fantastischen Tauchgebiete in ganz Südostasien. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Und in Kalak beziehungsweise im Similans sicherlich Kota Chai, und zwar die beiden Boulder, die da unter Wasser sind, und natürlich der weltberühmte Richelieu Rock. Der hat viele Highlights zu bieten. Da kann man, wenn man Glück hat, auch mal einen Manta und eine Wale in einem Tauchgang sehen. Ja. Jetzt noch die letzte Frage, die gerade reingekommen ist. Das Palm Garden Resort bietet das auch Ausflüge an. Du hast so von diesen alten Attraktionen in Thailand gesprochen. Kann das bei euch dann im Resort buchen? Die kann man alle buchen und die Abholung erfolgt natürlich dann auch im Resort. Das heißt, man spricht dann mit dem Front Office, mit der Managerin oder mit uns in der Tauchschule und dann, dann wird die Abholung eben dann direkt am nächsten Tag, oder wenn man den Ausflug dann buchen möchte, gleich organisiert. Also das geht ganz, ganz leicht und ohne Kopf zu brechen. Vielen herzlichen Dank, Holger, für deinen und ich wünsche dir gute Besserung. Ja, danke schön. Du auch von deiner Erkältung erholst. Und liebe Grüße nach Thailand. Dann übergebe ich jetzt wieder zu Robi.
Alles klar. Tschüss, Holger. Ciao, ciao. Danke vielmals, Evi, für all diese Fragen. Danke vielmals, Holger, für die Präsentation. Mir hat jetzt auch sehr viel gebracht, oder, zum Beispiel, dass du mir gesagt hast, dass ihr die Marco Polo komplett upgraded habt. Finde ich super toll. Ist zeitgemäß, En-Suite-Kabinen auf dem Schiff anzubieten. War sicherlich speziell für europäische Kunden oftmals noch ein Hinderungsgrund, so ein Produkt nicht zu buchen. Und ich denke, das wird sich in der Zukunft einfacher dann auch verkaufen können. Eine Frage möchte ich noch kurz darauf eingehen. Jemand fragt nach Planungssicherheit. Dazu kann ich nur sagen, wir alle wünschen Planungssicherheit. Nur in diesen Covid-Zeiten, da denke ich, da müssen wir alle etwas umdenken. Wir brauchen mehr Flexibilität. Was wir als Tauchreiseveranstalter all unseren Kunden immer anbieten können, ist, dass wenn irgendwas nicht rund läuft, und ich glaube, das haben wir in Covid-Zeiten permanent gemacht, die letzten 1,5 Jahre, und ich denke auch hier von CBS Holger, wir haben immer Lösungen gesucht. Wir sind hingegangen, haben mit den Kunden Lösungen gesucht, das Ganze verschoben, nochmals gebucht, mit Credit Notes, Gutschriften und so weiter und so fort gearbeitet, damit keiner unserer Kunde zu Schaden gekommen ist. Und das, denke ich, ist ein wichtiges Anliegen, dass wir das schon bedenken, dass Planungssicherheit in diesen Tagen leider, leider nicht so gewährt werden kann. Aber was gewährt werden kann, ist, dass man immer irgendwelche Lösungen sucht miteinander, wo alle Parteien gut miteinander leben können. Und ich denke auch nochmals, Holger, das habt ihr auch sicherlich bestens und wunderbar mit auch euren Kunden auch gemacht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So halten wir das auch so bei VDive. Und ich denke, das ist auch immer die richtige Geschichte, wie man das handhaben soll. Gut, dann wechsle ich jetzt noch zum Abschluss wieder auf Schweizerdeutsch zurück und gebe noch ein paar Infos von uns selbst her. Ja, wir hoffen, dass wirklich bald wieder ein bisschen Normalität einkehrt und WeDive wird kommende Woche an der Interdive in Friedrichshafen vertreten sein. Vom Donnerstag bis Sonntag, vom 23. bis 26. September sind wir dort in der Halle 5, in der Halle B5 zu finden, am Stand 406. Kann ich ganz kurz reingrätschen? Wir werden auch auf der Interdive sein, wir werden es also da sehen, mit unseren Haien an und auch mit CBS Diving. Also wenn jemand irgendwas noch nicht ganz mitbekommen hat, wir sind zusammen auch noch auf der Interdive. Sorry, ich wollte das nur ganz kurz loswerden. Das ist sehr wichtig. Danke, dass du da reingegrätscht bist. Super cool, dann freue ich mich. Bist du persönlich da eigentlich? Ich bin auch persönlich da, ja. Ah, umso besser, freue mich. Ja, wir werden von WeDive mit Philipp, Vivi und ich selber die ganzen 4 Tage vor Ort sein und wir freuen uns, euch zu sehen, zu beraten, einfach wieder mal können, ein bisschen hoffentlich gewisse Normalität erleben. Wir freuen uns auf jeden Besuch von euch. Was nächste Woche aber nicht wird stattfinden, wir haben ja sonst vor der Interdive immer so einen Pre-Event gemacht bei uns im Regensturm. Wegen der Covid-Bestimmungen können wir den hier in Regensburg nicht durchführen. Dann noch zu der Reise zum Buchen. Mit der Erleichterung der Regelungen von der letzten Woche sind auch ganz viele neue Anfragen reingekommen und wir freuen uns wirklich vom WeDive-Team, die können es beantworten, zu bearbeiten und danken wirklich herzlich für euer Vertrauen. Alle Neuerungen zu den Reisevorschriften tun wir permanent updaten. Ihr findet zu jeder Destination innerhalb von der Destination einen gelben Button mit den Covid-Reisebestimmungen, wo wir immer aktualisiert halten. Die haben wir dort drauf gefunden. Und auf unserer Startbindung findet ihr auch immer tolle Reise-Specials, die in den geöffneten Destinationen buchbar sind. Läutet uns an, wir sind von Montag bis Freitag immer für euch erreichbar oder schickt uns ein E-Mail.
Dann noch der Hinweis auf die nächste Präsentation, die wir haben. Die wird am Mittwoch, am 13. Oktober stattfinden, wie immer am Abend um 8 Uhr. Dort ist geplant, dass wir über Indonesien wieder berichten, über die Emperorship. Und zwar die Emperor Raja Laut und die Emperor Harmony. Der Inhaber von der Emperor-Flotte, der Alex Bryant, wird dort direkt persönlich informieren. Er ist Engländer und er wird die Präsentation auf Englisch abhalten. Logischerweise wird er das Tauchen vorstellen und die Schönheiten von Indonesien. Und who knows, vielleicht können wir dann schon etwas Positives berichten oder wissen vielleicht etwas mehr, wenn Indonesien kann aufgehen. Natürlich auch die Philippinen sind sicherlich die beiden Destinationen in Südostasien, wo wir hoffen, nebst Thailand natürlich. Thailand hat ja mit dem Sandbox-Programm bereits schon aufgemacht, aber wir hoffen auch ganz, ganz fest, dass auch Philippinen und Indonesien bald werden können aufgehen. Also bitte prüft unsere Webseite, informiert euch darüber oder läutet uns an. Es freut uns immer, von euch zu hören. Viele bekannte Namen habe ich hier heute gesehen. Danke, dass ihr alle da seid. Geniessen den Abend jetzt bei einem kühlen Bier. Und kann auch noch sagen, ciao zusammen, bleibt gesund, bis bald. Nochmal Holger, danke, bitte. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne, super gewesen. Ich danke euch vielmals. Merci miteinander. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.